Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Zu guter Letzt schließen wir unsere Videoreihe Online-Shop in unter 10 Minuten erstellen mit der Einrichtung des französischen Shop-Systems PrestaShop ab. Solltest du eher Interesse an Shopify, Shopware 6, dem JTL-Shop 5, Gambio oder Magento haben, kannst du dir diese Videos gerne in unserer Playlist, die wir oben rechts verlinkt haben, anschauen. Um keine Zeit zu verlieren, starten wir auch direkt mit den Vorbereitungen. Zuallererst musst du die Installationsdateien auf der PrestaShop-Seite herunterladen, entpacken und auf deinem Webserver hochladen. Nachdem du dann die Datenbank erstellt hast, kannst du die Shop-URL in deinem Browser eingeben und solltest diesen Ladebalken vorfinden. Nachdem sich dieser zu 100% gefüllt hat, musst du eine Sprache für den Installationsassistenten auswählen und auf Next klicken. Im nächsten Schritt die Lizenzvereinbarungen durchlesen, bestätigen und auf Weiter klicken. In Schritt 4 benötigt der Installer deine Shop-Daten, also den Namen des Shops, deine Kontaktdaten und eine Entscheidung, ob Demo-Daten installiert werden sollten. Du kannst das für dich gerne verneinen, wir haben das für uns einmal auf Ja gelassen. Wenn du damit fertig bist, merk dir gut die eingetragene E-Mail-Adresse und das Passwort, da wir es noch für den Login im Shop-Backend brauchen werden. Anschließend auf Weiter klicken. Nun kommen deine Datenbankdaten ins Spiel. Verändere die Datenbankadresse und trage den Namen, Benutzer und das Passwort ein. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du das auch noch einmal mit dem blauen Button überprüfen. Anschließend auf Weiter klicken. Damit ist dein Sold getan. Und du kannst abwarten, bis der Shop final installiert wurde. Somit wird die erfolgreiche Installation bestätigt. Nun kannst du entweder ins Back- oder Frontend gehen. Wir wollen direkt mit unserer Anpassung starten, also begeben wir uns ins Backend. Als kleine Info noch vorweg, bevor du dich überhaupt erst im Backend anmelden kannst, muss das Verzeichnis Install per FTP-Client entweder umbenannt oder gelöscht werden. Hast du auch das erledigt? Trage deine E-Mail und Passwort ein. Herzlich willkommen in deinem neuen Shop-Backend. Um nun in deinem Shop etwas verkaufen zu können, benötigst du ein Produkt, das du in den Kategorien organisierst. Fangen wir also mit den Kategorien an. Dafür gehst du auf Katalog und Kategorien. Um eine neue zu erstellen, klicke auf Neue Kategorie hinzufügen oben rechts. Hier trägst du zuallererst den Namen ein. Wir wollen diese als Hauptkategorie anlegen, zu der wir dann im nächsten Schritt eine Subkategorie namens Sneakers anlegen. Deswegen fügen wir die Kategorie Schuhe keiner Elternkategorie zu. Du kannst darunter eine gewünschte Beschreibung eintragen und hast wie in allen anderen Shop-Systemen auch wieder einen vollwertigen HTML-Editor, mit dem du visuell optimierend, aber auch SEO-optimierend arbeiten kannst. Wie das genau zu machen ist, erfährst du in unserem PrestaShop SEO-Video oben rechts. Ansonsten kann im Folgenden noch ein Kategoriebild hochgeladen werden, sowie die Metadaten integriert werden. Sichtbar soll die Kategorie für alle sein, so wie es hier auch eingestellt ist, also abspeichern. Wenn du nun deine Hauptkategorie Schuhe eine Subkategorie namens Sneakers zuordnen willst, gehe wieder auf Neue Kategorie hinzufügen. Und diesmal ordnest du die Kategorie Schuhe als Elternkategorie zu. Den Rest erledigen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf. Nun sind unsere Kategorien erstellt, also können wir unter Artikel unser Testprodukt anlegen, indem wir wie gehabt auf den blauen Button oben rechts klicken. Füll zuallererst die Artikelbezeichnung, also den Namen des Produkts aus. Dann kannst du ein Produktbild hinzufügen. Wie du schon siehst, ist die empfohlene Größe 800x800, die du zur optimalen Darstellung auch einhalten solltest. Ansonsten gilt es, das Bild vorab zu komprimieren, dass es ungefähr 100 KB oder kleiner ist. Der Dateiname sollte das Fokus-Keyword, also bei uns beispielsweise Sneaker Weiß, enthalten und in Bindestrich-Schreibweise verfasst werden. Erfüllt dein Bild diese Kriterien, kannst du fortfahren und den Bestand, den Preis und die gewünschte Kategorie eintragen und zuordnen. Für alle weiteren, spezifischeren Einstellungen, wie das Angeben einer Marke, das Hinzufügen einer Eigenschaft und das Verknüpfen ähnlicher Produkte, kannst du gerne unser detailliertes Artikel-Anlegen-Video oben rechts anschauen. Zum Schluss den Artikel noch aktivieren, damit dieser auch im Frontend ausgespielt wird, und abspeichern. Nun gilt es noch einen entscheidenden Punkt zu beachten, damit wir unsere Testbestellung auch erfolgreich durchführen können.
Bei PrestaShop musst du die Kategorien dem Header manuell zuordnen. Du würdest mit der Suchmaske zwar den Artikel auffinden können, jedoch würde die Kategorie im Header nicht ausgespielt werden. Um das zu realisieren, gehen wir unter Module in unseren Modulmanager. Gib hier als Suchbegriff horizontal ein und schon wird uns das passende Modul zur Gestaltung unserer Navigationsleiste angezeigt. Klicke hier auf Einstellungen und suche die gewünschte Kategorie aus den vorhandenen Eintragungen heraus, um sie der linken Spalte hinzuzufügen. Anschließend wieder abspeichern. Ins Frontend gelangst du übrigens mittels Meinen Shop Anzeigen hier oben. Und siehe da, unsere Kategorie wird ausgespielt. Öffne diese, gehe auf das Produkt und befördere es in den Warenkorb. Anschließend gehst du zur Kasse und beginnst den Checkout-Prozess. Trage deine Kundendaten ein und bestätige, dass du den Datenschutzhinweis und die AGBs gelesen hast. Anschließend die weiteren Daten angeben und eine Versand- und Zahlungsart auswählen. Das gibt uns den Hinweis, dass im PrestaShop von Hause aus Zahlungs- und Versandmethoden hinterlegt sind. Die Bestellung lief erfolgreich und kann nun im Backend eingesehen werden. Da befinden wir uns auch wieder und können im Hauptbereich Verkauf unter Bestellungen unsere neueste Bestellung einsehen und bearbeiten. Damit haben wir die Bestätigung, dass unser Shop schon einmal funktioniert. Als nächstes wollen wir uns dann mal den Theme Editor anschauen, der im Bereich Design und Template und Logo zu finden ist. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass dieser die Struktur zwar gut darstellt, aber nicht so ausgereift ist wie der On-Page Composer oder der Editor der Erlebniswelten in Shopware 6. Unter Template kannst du die kostenpflichtige Templates aussuchen, direkt integrieren und dann wie gesagt unter Template und Logo anpassen. Dazu gehst du in die Page Configuration und kannst hier die einzelnen Spalten einsehen und bekommst auch direkt visualisiert, wo sich diese befinden. Wir können die Homepage, Kategorieseiten und die Produktseiten bearbeiten. Wenn du dir jetzt mal diese Struktur hier anschaust, also das Menü, den Slider, die Home Products, dann entspricht das 1:1 der Darstellung auf der Homepage. Würden wir also einfach mal den Bilder-Slider deaktivieren, wäre diese auch im Frontend verschwunden. Was wir jetzt aber einmal erreichen wollen, ist, dass unsere Kategorie Schuhe als Home Products Kategorie ausgespielt wird. Wir gehen dafür auf die Home Products in die Einstellungen der Highlights und müssen nun die Kategorie-ID unserer neu erstellten Kategorie ermitteln. Dafür zurück in die Kategorieübersicht. Wie wir hier sehen können, ist das hier die ID, welche wir uns merken und in den Highlight-Einstellungen eintragen müssen. Hier könnt ihr abspeichern. Ab ins Frontend und siehe da, unser neuestes Produkt würde jetzt auf der Startseite zu sehen sein und wäre auch direkt bestellbar. Damit haben wir alles abgedeckt, bis auf die Rechtstexte. Wie gehabt der Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung erteilen dürfen und das hiermit auch nicht tun, sondern dich lediglich informieren. Vorher aber der Tipp, dass wir hier nun oben rechts unsere PrestaShop Screencast Playlist verlinken. Wenn du dich also über eines der in diesem Video angesprochenen Themen näher informieren willst, befindet sich das Detailvideo in dieser Playlist oder wird sich in naher Zukunft dort befinden. Falls dein präferiertes Video also nicht vorhanden ist, lohnt es sich, den eBakery YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du über Neuerscheinungen informiert wirst. Auch das Detailvideo, wie man die Datenschutzerklärung generiert und in PrestaShop integriert, haben wir bereits abgedreht, werden es in diesem Video aber noch einmal in Schnelldurchlauf durchgehen. Falls du noch keine Rechtstexte vorliegen hast, ist wie gesagt Trusted Shops oder der Händlerbund dein Ansprechpartner. Hast du diese parat, erstelle eine neue Seite, indem du auf Design und Seiten klickst. Hier kann eine neue Seite mit dem blauen Button oben rechts angelegt werden. Gib eine Überschrift an, fülle gegebenenfalls die Metadaten aus und integriere die Datenschutzerklärung bzw. den Rechtstext, den du gerade bearbeiten willst, genau hier. Wichtig ist, dass dieser angezeigt wird. Auf Google, Bing und Co. muss dieser allerdings nicht zwingend indexiert werden. Und am Ende abspeichern. Wir wollen unsere Datenschutzerklärung im Footer unterbringen. Deswegen gehen wir auf Link Widget. Möchtest du einen neuen Link Widget anlegen, kannst du das oben rechts tun. Wir wollen unsere Rechtstexte unter Unternehmen darstellen lassen. Also gehst du nun auf das Stiftsymbol und setzt einen Haken bei Datenschutzerklärung. Speicherst du ab und begibst dich ins Shop Frontend,
wirst du deinen Rechtstext im Footer finden und kannst ihn mit einem Klick darauf auch einsehen. Machst du diesen Schritt nur noch für alle weiteren notwendigen Rechtstexte, steht deinem erfolgreichen Verkauf mit deinem neuen PrestaShop nichts mehr im Wege. Sollten sich noch Fragen im Laufe des Videos ergeben haben, lasst uns diese in den Kommentaren wissen oder kontaktiert unsere PrestaShop-Experten mit dem Link oben rechts. Dort kannst du dich auch gerne noch einmal rund um PrestaShop informieren und direkt einen Termin mit unseren Spezialisten vereinbaren. Vorher gerne noch abonnieren, damit du keinen E-Commerce-Content mehr in naher Zukunft verpassen wirst. In diesem Sinne, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.